Servus und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur Spray-TV-Übertragung vom, ich nenne es jetzt einfach mal, geschwächten Löwenduell. Das vierte Spiel der Tölzer Löwen gegen die Löwen Frankfurt in dieser Hauptrunde und das vorerst letzte damit. Geschwächt deswegen, weil auf beiden Seiten doch einige wichtige Spieler fehlen. So, die Scheibe ist gefallen. Bad Tölz von rechts nach links in schwarz gegen die Löwen Frankfurt. Für Frankfurt Dimitrijev. Mischkowski ist dabei. Dimitrijev macht es selber und wie er es macht. 1:0 für die Löwen Frankfurt. Durch Alexei Dimitrijev. Das ist sicher was für unsere Analyse in der ersten Pause, warum da auf einmal zwei Frankfurter gegen Beppi Eberhardt unterwegs waren. Und Dimitrijev legt ihn sich dann auf die Rückhand und sowas von genau ins Kreuzig. Und der erholt sich jetzt wieder die Scheibe. Aber wird gestört von Gardiner. Und es gibt die Konterchance. Die Baker und Reed Gardiner. Oh, guter Abschluss. Einer der besten der Liga. Und dadurch da Frankfurt vielleicht heute mit Vorteilen. Jetzt erstmal die Konterchance. Kabeschian rüber und 2:0 für unsere Gäste. Denn im Nachschuss trifft Martin Buchwieser. Und erneut war es ein Konter, weil Beppi Eberhardt nicht mehr in die Situation kommt. Kerbeschian dann mit dem schönen Querpass zu Schinko. Da Franz Repp noch mit dem Beinschoner zur Stelle. Und dann hat es Martin Buchwieser leicht. Trifft zum 11. Mal in dieser Saison. Für Bad Tölz, Schlager, Morrison und dadurch Platz für Gardiner. Reed Gardiner am langen Pfosten vorbei. Bad Tölz erobert sich vorerst ohnehin die Scheibe, dann rutscht Morrison weg und McAuley mit der nächsten Großchance rüber zu Mischkowski, der trifft ihn nicht. McAuley, nächster Angriff. Ja, wieder klasse gespielt von Frankfurt und erneut ist es Mike Mischkowski. Philipp Schlager jetzt hinterm Tor mit Platz, sucht Andreas Schwarz, schön gespielt. Und dann McNeely eigentlich mit dem guten Bäckerhecht, aber Schinko, Chance. Schlager. Jetzt mal mit seinem Antritt Philipp Schlager. Guter Save. Der jetzt vorne wieder. Beppi Eberhardt zur Mitte und Luca Tosto mit der Nachschusschance. Nochmal Reed Gardiner und wow. Wahnsinns-Save von Patrick Klein. Auch hier Mike Mischkowski nutzt seinen Körper und jetzt Kyle Wood. Die Nummer 3 zum dritten für Frankfurt. Co-Produktion der beiden größten Spieler der Liga. 1,97 auf 2 Meter und der Verteidiger macht es eiskalt. Gardiner und nächste Strafe angezeigt in der Mitte McNeely. Und dann kann Frankfurt den Gegenangriff fahren. McAuley, ja, Leon Hüttl. Kerbeschian. Okay, Kerbeschian. Zieht ihn aufs kurze Eck, leitet den Konter ein und Wechselfehler Frankfurt. Gardiner und Marco Pfleger. Reed Gardiner, das gibt's doch nicht. Und Eisenmenger einfach zum Tor. Guter Block von Schwarz und McNeely geht auf die Reise. Nächste Chance für Bad Tölz. Tyler McNeely durchs Five-Foul versucht. Nochmal Lubo die Belker mit der Chance. Klarer Stockschlag gesehen in den Playoffs. Frankfurt hat es ja auch fix gemacht. Stefan, nächster Schuss. Pfosten, McAuley. Edfelder jetzt mal mit Tempo über die Seite. Ja, jetzt kann er ihn zur Mitte bringen. Da steht Tyler McNeely. Dann kein guter Aufbau. Stattdessen Mike Mischkowski und drüben Steven McAuley. Schlager kommt zu Fall. Darren Mischkowski erneut rettet Morrison ein Empty Net Gegentor. Oh, jetzt hat? Jawohl, jetzt klappt er. Und was für ein Field Goal. Von Marius Erk. Zum 4:0 und zur Entscheidung für die Löwen Frankfurt. Da, von hinter der eigenen Torlinie klatscht er den in Richtung Löwentor. Kann er natürlich auch eingehen, das Risiko, weil Frankfurt in Unterzahl war und dadurch kein Icing möglich war. Und der hat genau gepasst von Marius Erk, Saisontor Nummer 6. Eberhardt löst es gut. Ah ja, schöner Sprint. Anton Engel. Zur Mitte. Die Belker kommen nicht ganz ran und damit bleibt es beim 4:0 Auswärtssieg für die Löwen aus Frankfurt. Herzlichen Glückwunsch nach Hessen.